Ein Fleisch aus der Metzgerei ist meist deutlich teurer als aus dem Supermarkt. Aber was sagt eigentlich der Preis über die Qualität aus? Das wollen wir heute testen im Focus Online Steak Test. Dafür waren wir in unterschiedlichen Discountern und Supermärkten und haben unterschiedliche Stücke Fleisch gekauft. Unterstützung bekommen wir von Fleischsommelier Dirk Ludwig. Der sogenannte Fleischpapst aus Schlüchtern in Hessen wird das Fleisch, die Steaks, in drei Kategorien testen. Zubereitung, Aussehen und Geschmack. Viel dunklere Farbe als die anderen. Also war ich jetzt echt 1000%ig sicher, dass das... Okay. Was der Fleischer nicht weiß, den Stichproben haben wir auch ein Fleisch aus dem eigenen Verkauf beigepackt. Wird der Fleischexperte seine eigene Ware erkennen oder gewinnt vielleicht sogar ein Discounterprodukt? Das testen wir jetzt. Für unseren Steak-Test haben wir abgepackte Rindersteaks je nach Verfügbarkeit mit einem Gewicht zwischen 200 und 300 Gramm gekauft. Bei Edeka haben wir das Fleisch zum Kilopreis von rund 18 Euro erworben. Bei Lidl kostete das Kilo 20 Euro und bei Aldi zahlten wir 27 Euro für ein Kilo Rumpsteak. Das Fleisch der Metzgerei der Ludwig kostete rund 62 Euro pro Kilo und war damit mehr als dreimal so teuer wie das günstigste Steak aus dem Vergleich. Und erster Eindruck? Also die zwei wären mir zu feucht. Also also das sieht schon echt scheiße aus. Nee, da brauche ich gar nicht hinzugucken. Also nee, das ist viel zu feucht. Das ist nicht gereift. Hier fallen schon die einzelnen Muskelpartien auseinander. Ist viel zu mager. Jungbulle. Nee, also da esse ich lieber ein Rösti. Bevor ich sowas essen würde, nee. Das hier ist ein schöneres Stück, aber auch sehr, sehr feucht, aber hat eine schöne Fleischfarbe. Aber da würde mir jetzt auch die Marmorierung fehlen, lässt auch auf Jungbulle schließen. Und Jungbulle bin ich einfach... Das ist eben qualitativ nicht das Beste, was man machen kann. Oha. Wollte ich gerade sagen, hier sieht man, dass es mehr gereift ist, wollte ich sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass das Stück hier leimig ist. Was heißt leimig? Da hat nach der Schlachtung die pH-Wertsenkung nicht so funktioniert, wie sie eigentlich hätte funktionieren sollen. Und dann wird Fleisch manchmal leimig. Das ist halt ein Qualitätsmangel. Aber vielleicht täusche ich mich. Das wird man dann sehen, wenn wir es ausbraten. Das hier ist gereift, das sieht man schon am Trockenrand. Und hat auch von den vier Steaks die intensivste Marmorierung. Null. Null würde ich dafür geben. Also eins. Zwei. Bei dem bin ich mir unsicher. Also wenn es... nicht leimig sein sollte, eine 3, wenn es leimig ist, dann halt auch eher 2. Jo, und das wäre so, wie ich es mir vorstellen würde, 4. So, unsere Pfanne ist jetzt heiß. Jetzt tun wir einfach die Steaks in die Pfanne. Also man sieht interessanterweise, dass sich die Steaks, obwohl sie jetzt in der gleichen Pfanne waren, sie sich unterschiedlich im Bräunungsgrad entwickelt haben.
Aber das hat hier kaum eine Bräune. Das zweite hat hier eigentlich eine schöne Bräune angenommen. Und die Nummer 3 und 4 eher so semi. Die Röstaromen sind das, was den Geschmack beim Fleisch ausmacht. Also das ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Das sind Kohlenhydrate im Fleisch, Zucker, die dann karamellisieren. Und das, was wir eigentlich so schmecken und auch so der leichte Crunch im Mund, das sind die Röstaromen. Also ein gutes Steak zeichnet sich immer dadurch aus, dass es schöne Röstaromen hat. Also hier unser Steak Nummer 1 ist ziemlich lapprig, fällt hier uns auch schon fast auseinander und hat kaum Farbe irgendwie übernommen. So, Steak Nummer 2, das wirkt relativ fest und hat eine schöne Bräunung. 3 hat auch hier eher die Farbe weniger gut angenommen. Und Nummer 4, ja, das ist okay, glaube ich. Also bezogen auf die Zubereitung würde ich sagen 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Also das schneide ich jetzt einfach mal hier an. Also jetzt so beim Anschneiden könnte ich jetzt bei den 4 Stücken, so ehrlich muss man sein, jetzt keinen Unterschied feststellen. Also wir fangen an beim Steak Nummer 1. Es riecht ein bisschen säuerlich, fast schon so ein bisschen überlagert. Schmeckt leicht säuerlich. Ist nicht besonders zart, also ich muss ganz schön drauf kauen. Ist aber jetzt kein großer Genuss. Also das ist echt purer Durchschnitt. So, und das nächste. Ist butterzart, hat vom Aroma her eindeutig diese nussige Art und null Säure. Also im Vergleich zu dem, was sehr stark nach Säure geschmeckt hat, aber null nussig und intensiv, ist das total nussig und intensives Fleischaroma ohne Säure und es war jetzt auch echt butterzart. So, jetzt kommen wir zu dem, was wir gesagt haben, dass es vielleicht leimig sein könnte, bin ich jetzt gespannt. Geruch ist normal. Ist nicht leimig. Ist zart. Hat nicht dieses intensive, nussige Aroma von dem, hat aber auch keine Säure. Das ist ordentliches Produkt. Das ist okay. Das ist gut. So, und das vierte. Zartheit fehlt. Bei dem fehlt auch dieses intensive Fleischaroma, dieses nussige. Das hier ist jetzt, sag mal, ohne große Mängel, aber allenfalls mittelmäßig. 4, 3, 2, 1. Ich glaube, das ist so wirklich, das kann man so unterschreiben. Dann können wir Ihnen jetzt ja mal sagen, woher wir das Fleisch gekauft haben. Genau. Genau, also dabei ist Lidl, Aldi, Edeka. Und ein Fleisch ist von Ihnen. Edeka. Haben Sie gehört, wir haben eins hier gekauft. Mhm. Das. Warum sind Sie sich so sicher? weil das grundlegend was anderes ist als die anderen. So, Aldi und Lidl müsste ich jetzt raten, würde ich sagen. Aldi hat kein eigenes Fleischwerk, dann ist das Aldi und das Lidl. Aber da könnte ich mich jetzt auch, also das kann auch genau umgekehrt sein. Und das ist Edeka dann? Das ist Edeka. Da bin ich auch 1000-prozentig sicher.
Okay, also das ist Aldi. Das? Ja. Also war ich jetzt echt 1000%ig sicher, dass das... Okay. Und das ist Edeka. Okay. Okay. Enttäuscht mich jetzt so ein bisschen. Also, nee, hätte ich nicht mit mir diskutieren lassen, hätte ich absolut das Edeka zugeordnet. Aber dass das ihr Fleisch ist, das hat sie gar nicht überrascht. Warum? Weil es so deutlich anders da war wie alle anderen. Aber Sie sind jetzt nicht böse auf uns, dass wir Ihnen das untergejubelt haben, oder? Nee. Also wir haben Sie nicht verärgert, oder? Nee, das war gut. Das Metzgersteak konnte im Stichprobentest am meisten überzeugen und erhält insgesamt 12 Punkte. Es ist aber auch mit Abstand das teuerste Produkt. Wichtig zu beachten, das Testergebnis sagt nichts über die allgemeine Fleischqualität der Discounter, Supermärkte und Metzger aus, da es sich nur um willkürliche Stichproben handelte. Wir wollen jetzt mal im Verkaufsraum nachfragen, ob denn die Kunden die Qualitätsunterschiede schmecken. Vielleicht können Sie ja mal einmal probieren, einfach das Fleisch der Reihe durch und beschreiben Sie mal, wie es Ihnen schmeckt. Vegetarisch ist aber davon nichts, oder vegan? Nee, keine Angst, keine Falle. Also das ist geschmacklich das Beste. Auch von der Qualität her besser, aber das hat mir am besten geschmeckt. Das war schön zart. Und hat aber auch mehr Geschmack gehabt als die drei. Also die meisten sagen jetzt, dass ihr Fleisch das Beste ist. Überrascht Sie das? Es freut mich. überraschen. Naja, man muss auch ehrlich sein, es wäre ja bescheuert, dass ich so viel Anstrengungen unternehme und es wird kein gutes Ergebnis dabei rauskommen. Also es freut einen und man darf das nie als selbstverständlich nehmen, aber genauso habe ich es mir gewünscht.